wunderschönen guten Tag. Darf ich Sie begrüßen? Grüß Gott. Frau Dr. Friederike Werner. Und wie darf ich Sie vorstellen? Ich bin die Anna. Anna, ja, du bist ja Horst. Ich bin die Anna. Anna, ich habe schon gerade gesagt, dolle Ölgemälde. Die sehen schwer nach Altmeister aus. Wo hast du die her? Die habe ich von einer lieben Freundin geschenkt bekommen. Die hat ihr Mann in den 80ern gekauft. Und sie stammen wohl, soweit hat sie mir das erzählt, aus der Kunstsammlung von Herrn Paul Spinat von Schloss Drachenburg. Da waren sie irgendwann mal ausgestellt. Viel mehr weiß ich nicht. Also sie hat sie mir geschenkt, weil sie einfach, sie wollte sich etwas verändern mit ihren Kunstobjekten, die sie hat. Und und so sind sie in meine Hände gekommen. Und jetzt sind sie hier. Und im Prinzip sind sie damit fast wieder von Drachenburg. Weil da sind wir ja auch immer wieder zu Besuch. Ja. Und das ist ja der Hammer. Ja, Friederike, jetzt bin ich gespannt. Ja, Provenienz ist immer sehr interessant. Und es kann gut sein, dass die Gemälde um 1900 in Paris gekauft worden sind. Dort kommen sie nämlich her. Durch Stefan Baron Sarter, der ja die Drachenburg gebaut hat. Ja. Und er hat dort selbst nie gelebt, aber er war ganz oft in Paris und hat möglicherweise dort die Bilder gekauft. Mhm. Die sind nämlich dort entstanden von einem flämischen Maler namens Karel van Valens, also sehr wahrscheinlich von diesem Maler. Wir haben keine Signatur, aber die Zuschreibung. Und er war Hofmaler König Ludwigs des 15. In den 1710er Jahren zuerst beim Herzog von Orléans und in den 20ern und dann ab 1724 der offizielle Hofmaler von Louis XV. Ja, also ich werde verrückt. Spannend, spannend. Also frühes 18. Jahrhundert, zwei wunderbare Szenen. Ja. Einmal eine kleine Jagdgesellschaft, also eine Dame im Damensattel beobachtet, also ihren Begleiter in dem roten Wams auf dem Schimmel. Und in der Ferne sieht man einen Reiter, der mit seinen Hunden ein Reh hetzt. Und dieses andere Bild zeigt einige Reiter, die wohl im Aufbruch sind. Und die sind vor einem Stadttor und werden beobachtet von zwei weiteren. Und ein Bauernpaar steht dort mit Bauchladen. Also eine ganz schöne Szenerie, sehr belebte Bilder. Und vor allen Dingen, wir haben eine schöne Farbgestaltung. Feinste Farbverläufe, feinste Details. Und was auch immer sehr wichtig ist, ist natürlich die Landschaft als eines der berühmtesten und bedeutendsten Sujets in der Malerei überhaupt. Dass man manchmal den Eindruck hat, die Figur ist nur ein bisschen Staffage und Spielerei im Vordergrund. Und die Landschaft ist die große Sache. Und das Ganze ist gemalt Öl auf Holz. Öl auf Holz. Ja? Genau. Weil ich sehe von hinten die Bilder besser als von vorne. Genau, ich habe auch gleich erstmal auf die Rückseite geschaut, wie es da aussieht. Die Rahmen könnten auch die Originalalten sein. Das sind sie nicht, die sind ab 1860 gestaltet, aber sie beziehen sich natürlich genau auf diese Zeit. Man hat um 1710, 1720 Rahmen genauso gestaltet und zwar handgeschnitzt und dann vergoldet. Genau mit diesen Eckkartuschen, die so auskragend sind und diesem starken Profil. Und hier, wenn man genau hinschaut, sieht man eben, dass man im 19. Jahrhundert Vergoldermasse nimmt und die in Module presst und dann mit Bronze vergoldet. Also kein Vergleich mit der Qualität eines Rahmens um 1720. Ja, da wissen wir einiges. Was möchtest du denn haben dafür? Vielleicht pro Bild etwa 1500 Euro. Macht summa summarum 3000 Euro. Ist das realistisch? Ja, also den Hofmaler des Königs möchte man doch wirklich hoch ansetzen. Und ich bin hier bei 3.000 bis 3.500 Euro maximal. Ja, wunderbar. Das ist ja das, was sie wollte. Ne? Also, da bin ich glücklich. Ja, dann hoffe ich mal, dass die Händler da ganz direkt drauf werden. Ich finde die wunderbar. Und wenn man so ein Schloss besitzt, passen die. Die gehören auch wieder auf ein Schloss. Ja, bitteschön. Dankeschön. Da geht's rüber zu den Händlern. Danke. Und toi, toi, toi. Viel Glück wünsche ich Dankeschön. Ihnen. Dankeschön. Ich freue mich riesig, in den Händlerraum zu kommen und bin ganz gespannt, was mich da erwartet und ob Interesse besteht, ob meine zwei Gemälde verkauft werden. Die Bilder zeichnen sich durch detailreiche Landschaften, belebte Szenerien und feine Farbverläufe aus. Trifft das bei den Händlern ins Schwarze? Herzlich willkommen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Moin, guten Tag. Grüß Gott in die Runde. Grüß Gott. Können Sie etwas zur Provenienz sagen, der Gemälde? Waren die immer in Ihrer Familie oder hingen die mal? Ich habe sie geschenkt bekommen von einer lieben Freundin. Und die wurden erworben in den 80er Jahren. Und zwar hingen die entweder Ende 70 oder Anfang 80 auf Schloss Drachenburg,
erworben in der Kunstsammlung des Herrn Spinat. Ach, ach, das ist ja lustig. Ja. Guter Zustand, leider nicht die originalen Rahmen, das wäre jetzt natürlich noch zwei Jahre. Der Rahmen, habe ich auch jetzt gehört, der ist von 1860. Genau. Auch eine passende Leiste auf jeden Fall, aber natürlich, wenn das die originalen Rahmen wären, wäre es nochmal richtig ein Preisaufschwung. Ich starte mit 2000 Euro für beide Bilder. 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3, 3,3, 3,5, 3,6, 4, 4,2. So, also, jetzt sind wir schnell gerammt. Signiert, habt ihr das aber ganz schnell das Geld hier? Pärchen ist das Interessante. Jetzt müssten sie langsam signiert sein. Ja. Das wäre schön. Nein, also ich würde die gerne sauber machen. Mal gucken, ob wir noch einen alten Rahmen im Fundus haben oder im Idealfall ein Pärchen. 2-1 pro Gemälde. Fabian, wie sieht's aus bei dir? Ist schon ein guter Preis. Was sagen Sie denn zu 4.200 Euro? Ich freue mich darüber. Machen wir das? Das machen wir. Ja, wunderbar. Super. Klasse. Freue ich mich. Endlich wieder Bilder aus dem 18. 2, 4, 6, 8, 1000, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 und 42. 4.200. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Sehr schön. Wirklich. Ein wunderbares Pärchen haben Sie damit gebracht. Das freut mich. Danke, ne? Alles Liebe. Wiedersehen. Mann, Julian. Messeware. Ganz wer, wenn nicht Julian? Ja, wer, wenn nicht der Julian? Nee, sind wirklich schön. Sehr schön. Wenn ihr noch mehr erfahren möchtet über Kunst und Antiquitäten, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Hier geht es nämlich weiter zu weiteren Videos und hier geht es dann zum Abonnement.